das Ding, was hier jetzt schon zerlegt auf dem Tisch liegt, das soll halt der Sergeant Krümel jetzt bekommen. Die Verlosung haben wir schon gemacht, ne? Die kann Hannes ja jetzt vielleicht nochmal einblenden. Moin Mädels, nur damit ihr euch nicht wundert, im Gegensatz zu allen anderen Patreon-Community-Projekten fehlt bei diesem hier das gefilmte Auslosen des Gewinners sowie die Live-Übergabe bzw. ein Video des Gewinners, wie er die Waffe erhalten hat. Hat folgende Gründe: Der Gewinner dieses Projekts ist ja der Gewinner der Grau, die wir aufgrund von Mängeln leider nicht abgeben konnten. Die Verlosung sowie die Videobotschaft an den Gewinner haben damals außerplanmäßig Julian und Flo gemacht und gefilmt, weil ich unterwegs war. Und ja, stand über unser Haupt, weder Julian noch ich können das Video noch finden. Und das Video vom Sergeant Krümel gibt's auch noch nicht, weil wir das Video hier nur wenige Tage nach dem Dreh veröffentlichen. Der Videoplan für die nächsten Wochen ist nämlich auf Anschlag voll. Und ich würde mal behaupten, das ist eine ganz gute Alternative für euch Mädels. Wer weiß, wenn der Sergeant Krümel sich am Ende doch nochmal vor die Kamera stellt, veröffentlichen wir das natürlich auf Patreon. So, und jetzt kriegt er halt nicht die Grau, sondern diese AK. Die Grau hängt ja zurzeit noch da. Das wird aber auch nicht mehr lange so sein. Die soll dann als leeres Gewehr zur Deko irgendwie hier aufs Regal oder sowas. Warum das so ist, könnt ihr in einem anderen Video sehen, in dem hier zum Beispiel. Da erkennt ihr direkt, warum das Ganze nicht verlost wird oder nicht abgegeben wird an den Sergeant Krümel, an den Gewinner, sondern warum wir jetzt das Ding hier nehmen. Zumindest, also das hier und das da so dran und so. Also, ihr wisst schon, was ich meine. Die ganze AK hier war eigentlich für ein komplett anderes Community-Projekt gedacht. Die haben wir jetzt auch schon eine ganze Weile hier liegen. Und deswegen haben wir auch schon ein Tuning-Paket dafür natürlich mitbestellt. Hier ist schon der neue Motor drin. Bugatti Mamba 19K. Das sollte eigentlich hier mit der alten Gearbox, mit dem Core und so, bla bla bla. Dazu haben wir aber eigentlich noch hier andere Sachen bestellt. Aber mir ist schon eingefallen, die Grau, die hat ja schon eine perfekt laufende V3 Gearbox drin. Warum sollten wir die dann nicht einfach nehmen, oder? Ist doch viel einfacher, weil die Gearbox kommt da eh raus. Also fangen wir jetzt nicht damit an, das Gewehr hier oder hier eine Gearbox für das Gewehr aufzubauen, sondern wir nehmen die Gearbox aus dem Gewehr erstmal raus und bauen da einfach nur ein neues, kürzeres Nozzle rein. Dann sollte diese Gearbox in Verbindung mit dem neuen Motor, weil das muss ja ein Short-Type-Motor sein, in der AK eigentlich ganz gut laufen. Ne? Und dann kriegt er tatsächlich die Gearbox, die für ihn vorgesehen war. Tatsächlich, ja. Der kriegt die Gearbox, die eigentlich für ihn gedacht war. Stimmt, natürlich. Und der nächste kriegt auch, obwohl, da müssten wir ein V3-Gewehr wieder kaufen, damit der nächste die gleiche Gearbox kriegt, die für ihn eigentlich vorgesehen war. Da finden wir schon was. Okay. Gut, als Präzisionstuning die originale Hop-Up-Unit verwenden wir weiter, weil ich habe zwar im Review gesagt, dass das ein bisschen locker ist, aber in Verbindung mit einem neuen Tensioner und mit ein bisschen Schrauben fester ziehen und so, ist diese Hop-Up-Unit eigentlich ziemlich geil. Dann kommt da ein anderes Hop-Up-Gummi rein, ich denke mal Bugatti und so ein Akaishi 455mm AEG-Lauf, wollte ich unbedingt mal testen. So, das heißt, der ganze Scheiß muss jetzt mal wieder vom Tisch und wir müssen die Grau hier herholen. So, dann müssen wir den Platz hier wieder füllen da an der Wand. Oi. Was bauen wir denn da dann dran? Oi. Da guckt uns die Gearbox auch schon an und auch unter anderem das Problem, weshalb wir sie nicht verschenken. Eines der Probleme. Mhm. Ja, dann raus mit dem Scheiß, ne? Ich habe mein ganzes Werkzeug gar nicht hier. Hallo. Hi. Flo, der Profi-Streamer. Ja, wir streamen nämlich nebenbei, ne? Während wir hier hoffentlich mehrere Videos drehen. Dafür muss aber das Ding dann gleich da drin vernünftig laufen auf Anhieb, sonst wird's ein langer Tag heute. Fällt euch eigentlich was auf? Irgendwie. Irgendwas. Wenn irgendwem was aufgefallen ist jetzt, was irgendwie neu ist oder so, jetzt in die Kommentare schreiben. Der Profi. Mensch, Julian, was hast du denn da für ein tolles T-Shirt an? Ja, so richtig schlecht. Das ist genauso wie der Döner. Das schmeckt. So drei. Das schmeckt. So richtig schlechter Werbespruch. Das ist genauso wie, Mensch, Julian, was hast du denn da für ein tolles T-Shirt an? Eieiei. Ich enthalte mich. Das T-Shirt ist wirklich geil. Aber ich gehe nicht auf so eine scheiß Werbung ein. Das war ein Outrider Tactical. Psch, nicht weiter sagen, sonst ist gleich wieder ausverkauft. So, diese ganze Zahnradkacke hier, die kann alle ab hier, die ganze Scheiße und so. Das hier und das, das braucht kein Schwein mehr. Motoraufnahme, die muss auch ab. Und dann können wir es gleich reinbauen in die AK. Nee, erst das Nozzle tauschen.
Okay. Let's go. Was haben wir denn hier überhaupt verbaut hier? Überhaupt hier, so hier. Nee, das ist auf jeden Fall Bugatti Top Max Zylinder Head. Mit einem vollen Zylinder. Ja, die lief ja eigentlich ziemlich sauber. Full Stroke. Oh ja, guck mal, da habe ich einen Tri-Take Sector Gear drin. Was, warum? Nee. Und wenn ich einen fetten, langen Lauf haben und dann soll der richtig fette, schwere Kugeln damit verballern können. Ach so. Dafür braucht man also einen vollen Zylinder. Das Nozzle, was wir verbaut hatten, waren 22,5er. Natürlich viel zu lang. Das ist ein Messschieber. Also bauen wir hier jetzt ein 20mm Nozzle ein. Und der Speed-Trigger kommt da jetzt rein. Ich glaube, der sieht nämlich ziemlich cool aus in der Tactical AK. Ich habe den Speed-Trigger noch nicht gesehen. Wie, du hast den Speed-Trigger noch nicht gesehen? Ich habe mir noch nicht so richtig angeguckt. Ich glaub, warum nicht, Mann? Ja. Ja. Der ist fett. Feder, so. Diejenigen, die unseren Kanal ein bisschen verfolgen, wissen, dass ich nicht viel V3 mache. Deswegen muss ich immer mal wieder so ein bisschen überlegen, wie das denn jetzt so funktioniert hier. Ich weiß gar nicht, sag mal, Rex, ne? Du guckst ja auch immer zu, ne? Wie kannst du denn so auf V3-Gearboxen stehen? Allein das Triggergefummel hier wird mir schon auf den Senkel gehen. Mir fällt gerade auf, sag mal, habe ich da gar keine Schimmscheibe drunter gelegt? Oder was? Wie dumm ist das denn? Da nehmen wir jetzt mal die eine, die hier unten drunter ist und packen die hier oben drauf hin. Ne? Dann fängt das an zu kreischen. Hört sich vernünftig an. Hört sich vernünftig an. Ne? Nozzle haben wir da. Gekürzt habe ich die Feder auch schon. Julian, sehr gut gemacht. Man muss sich auch ruhig mal selber loben. Ne? Das ist okay, das kann man mal machen. Sitz. Passt, wackelt und hat Luft. Ja, das war ja mal auf jeden Fall ein schnelles Tuning, ne? Bisher. Jetzt war. Bisher. Guckst du mit auf die Zeit auch, dass wir im Notfall mal anmoderieren? Wir machen das nämlich jetzt immer so, damit wir nicht in einem Video irgendwie 12 Stunden Material unterbringen müssen. Wenn absehbar ist, dass nach einer Dreiviertelstunde Drehzeit immer noch extrem viel zu machen ist, dann wird das Video neu anmoderiert und dann kommt der nächste Teil. Wir haben es immer noch nicht geschafft, dass die Videos wöchentlich kommen. Nee. Und das ist jetzt der nächste. Der nächste Schritt, um da hinzukommen. Ne? Genau. Ja. Diese Abdeckung hier, ne, die baue ich hier noch dran. Hä? Bin ich zu blöd oder was? Ich will keine Antwort hören. Prost, Stream. Prost, Chat. Prost, Julian. Prost, Flo. Prost, Hannes. Ja. Prost, Video. YouTube. Du hast ein Plättchen eingeklebt. Ja, ich habe da ein Plättchen eingeklebt. Da. Und ich habe da ein bisschen 2-Komponentenkleber draufgeklebt. So, und jetzt geht die Sicherung halt rein. Und der Trigger bewegt sich nicht mehr. Bloß halt den Anschlag am Ende dann, ne? Da müssen wir mal gucken, ob wir da noch irgendwas machen können. Ich hoffe, da sind halt jetzt nicht irgendwelche Probleme oder sowas aufgetaucht, wegen vorheriger Maßnahmen, die ich machen, ergreifen musste, damit dann die Grau halt vernünftig schießt, ne? Wieso geht die nicht weiter rein? Hannes? Mhm. Sprich mit mir. Lieber nicht. Ja, guck mal, hat auf einmal Klack gemacht. Und ich sehe gerade, der Speed-Trigger ist ein bisschen zu lang, guck mal. Oh. Ja, das wird schon gehen. Also erstmal Motor tauschen im Käfig hier. Einmal auf. Hier flippe ich auch mal aus bei dieser Kackfeder. So, dann wollen wir mal kicken, wa? Machen wir hier Minus und Plus und so. Hier ist Plus und da ist ein Minus. Und trotzdem dann. Huch. Ah. Du schaffst das. Du schaffst das. Natürlich schaffe ich das. So. Ja. Ey, ich bin so froh, ne? Wenn der Sergeant Krümel endlich sein Gewehr hat. Ach so. Und da. An diesem Punkt möchte ich jetzt auch nochmal ausdrücklich darauf hinweisen. Wir haben bei Patreon unsere Goals gesetzt. Ein Goal ist, dass wir ab 1000 Euro Community-Projekte machen. Community-Projekte finden aber schon ganz lange statt. Ne? Wir sind jetzt immer wieder so im Dreh bei so 700, 800 Euro und machen halt trotzdem Community-Projekte. Natürlich kommen die nicht regelmäßig, die Projekte, aber wir geben halt unser Bestes, damit das klappt und damit die auch regelmäßig kommen. Und wenn die nicht regelmäßig kommen, dann bitte meckert nicht, weil eigentlich hatten wir gesagt, wir fangen erst ab 1000 Euro an, das zu machen. Wir werden auch darüber meckern, dass wir es immer noch nicht geschafft haben, wöchentliche Videos zu bringen. Das dürfen wir uns eh immer anhören. Klar. Dann sind wir aber auch selber schuld dran. Immer wieder aufs Neue, jetzt kommen wöchentliche Videos und dann kommt halt doch keines. Oder dann schaffen wir es eine Woche und dann machst du das. Wie gesagt, es gibt auch noch für uns ein Leben außerhalb von YouTube. Damit verdienen wir ja nicht mal Geld. So. Testen wir mal mit einem schönen Nimrod-Akku. Gucken, was so passiert. Ich habe ein bisschen Angst, ne? Erstmal sichern. Geht. Ja,
Also wichtig war mir, dass es so oder so jetzt läuft. So, jetzt schraube ich das Frontteil dran mit Lauf- und Hop-Up-Unit. Ich habe jetzt hier den Akaishi-Lauf und hier ist noch so eine kleine Kiste. Ich habe mir mal von den neuen Vegali-Hop-Up-Gummis alle bestellt und hier sind noch so ein paar übrige und auch noch ein neues Prometheus und noch ein paar Maple Leaf und noch ein paar TNT-Gummis drin. Wir haben jetzt hier den Lauf mit einem Fly 7 von Vegali bestückt. Das dürfte eigentlich ziemlich geile Ergebnisse liefern. Das stecken wir jetzt mal in die Hop-Up-Unit rein. Das ging schon richtig schön rein mit den Dichtlippen von Vegali da, ne? Drüber. Klick. Sieh was? Perfekt. Oh, das ist geil. Okay, C-Clip sitzt super. Einmal das hier. Hop-Up-Arm raus. Und da setzen wir jetzt einen vernünftigen Tensioner ein. Den nehmen wir dafür, ne? Na was? Ja. Vegali Pro Tensioner 70 Grad, ja. Noch ein bisschen Fett hier an die Stelle, wo der Tensioner sitzt. Tensioner da dran und schon hält der Tensioner. Das ist Trick 17 mit Selbstverarschung. Ja. Scheiße, das ist cool. Es ist wirklich cool. Jawoll, also das ist schön. Jetzt versuchen, es aufzufangen. Ja, wieder rein. Welche Schrauben waren denn jetzt hier drin? Oh nee, oder? Huch, ich hasse AK, ich kenne mich zu wenig aus mit dem Scheiß. Was heißt das? Wir müssen mehr AKs machen. Jetzt sagt nicht, ich stelle mich an oder so. Das ist gemein. Geht doch. Wo ist denn dein Problem? ACS-Marke incoming, ne? Habe ich schon gezeigt, wie ich den Trigger Guard Scheiß gelöst habe? Der hat hier unten gegengedrückt, deswegen habe ich jetzt den Trigger Guard einfach ein bisschen verbogen. So und so. Bei uns Schäfern ist das so. Das habe ich mir gedacht. Wir müssen den Triggerweg neu einstellen jetzt. Ich kann den ein bisschen nicht mehr so weit ziehen. Ja. Jetzt hast du doch einen Anschlag. Ein mechanischer Anschlag am Triggerguard. Einmal mit dem Blue Link verbinden, bitte. Nö. Sehr gut erkennbar. Wo ist denn jetzt der Anschlag genau? Drück mal bis zum Anschlag. Okay, ja. Und der Punkt, der da ist, das ist jetzt der, das ist Fire. Ja, zack. Okay. Und der war vorher drüber, oder wie? Ja, der war da hinten. Die mache ich jetzt erstmal dahin, dann gucken wir mal, wie das funktioniert. Genau, Selector-Konfiguration kannst du dann auf AUG stellen. So ein AK ist wirklich nicht viel dran, was so Body angeht oder so. Nee, ne? Das ist eigentlich echt einfach aufgebaut. Alles so ein bisschen Dachlatte-mäßig aus. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal das Ding mit 32ern so einschießen und dann jagen wir das Ganze mal durch den Chrono mit eingestellten Hop-Up. Die verstopft. Ich hab's geahnt, dass so eine Scheiße passiert. Warte mal, wenn ich jetzt... Verdammte Kacke. Hey Julian, du bist ja richtig gut drauf. Hast du gesehen, ja? Ja, ich kann Bock mehr auf den Retro am Scheiß. Irgendwie die ganzen Maße und so, das passt alles nicht. Klopp den Dreck jetzt hier raus und dann baue ich da jetzt aus der Original-Gearbox irgendwas Gutes zusammen aus dem ganzen Scheiß, den wir noch da haben. Ja, aber warum denn nicht? Was ist denn passiert? Wie, warum denn? Weil die immer noch 0,5 Joule hat. Willst du mich verarschen oder was? Ja, das hast du doch nicht in die Kamera gesagt. Die wissen doch von nichts. Ja, dann musst du die Kamera rechtzeitig anmachen, dass du das aufnimmst, wenn ich sage. Meinst du, dass das Ding nach 10 Metern in den Boden schießt? Oder? Ja, mit 0,4 Joule ist doch klar. Kacke hier. Nix und. Ich baue das jetzt hier auseinander und dann baue ich eine neue zusammen. Ich versuche meinen Job als redaktioneller Leiter dieser Produktion zu machen. Und deshalb wollte ich Ihnen gerade die Frage stellen, wie Sie sich gerade jetzt in diesem Moment fühlen. Sag mal, hast du Lack gesoffen oder was? Redaktioneller Leiter vor allem. Keine Ahnung, die scheiß Gearbox sitzt da irgendwie nicht richtig drin. Was weiß ich denn, woran das liegt? Ja, können wir auch gleich das 13:1 G-Set von Vegali einbauen, oder nicht? Aber haben Sie... Aber, es ist eine schwedische Popgruppe. Haben Sie eine Vermutung, was in Ihrer Kindheit schiefgelaufen ist, was Sie jetzt an diesen Punkt gebracht haben? In der Kindheit lief alles super. Rohbomben und so ein Scheiß. Wo waren wir denn stehen geblieben? Das ist die Retro am Ausbau, ne? Genau, weil die alte vom Alignment her irgendwie nicht gepasst hat und du deshalb nur 0,4 Joule hattest. Quatsch nicht. So. Jetzt bauen wir hier die Vegali Gears ein. Habe ich mal irgendwann zwischendurch bestellt, als sie gerade neu rauskamen und habe noch keinen Zeitpunkt gefunden, die bisher einzubauen. Die ist an. Richtig geil. So, und wir bauen die jetzt ein. Ich lasse die Fullstroke hier ganz normal, aber ich baue ein 13:1 Gearset ein.
damit die Abschlagszeit einfach ein bisschen geiler ist. Jetzt bin ich erstmal dabei, habe jetzt die alten Shells ein kleines bisschen ausgewischt, die alten Lager erstmal wieder reingesteckt und teste jetzt mal, ob das mit den alten Lagern funktioniert oder ob wir Low-Profile-Lager irgendwie einbauen müssen, weil die Begadigiers eventuell zu hoch sind oder so. Mhm. Das hört sich doch erstmal gut an, oder? Wackelt ein bisschen, das ist gut. Das heißt, wir können da ein bisschen so rein vom Gehör her, wenn ich hier so richtig zusammendrücke, würde ich sagen, müssen wir da eine 0,3er reinlegen. So, im Laufe der Zeit hat sich rausgestellt, so, immer wenn ich dachte, so, also wie sich das anhört, müsste das eine 0,2er sein. Lege ich 0,2er rein, perfekt. War ich so ein bisschen begeistert von mir, Glückstreffer. Beim nächsten Mal, ja doch, 0,3er reingelegt. Nicht ganz perfekt, so, aber nah dran. Ich fahre jetzt nach Hause, kaufe ein und dann zocken wir. Nee, ganz bestimmt nicht. Wir gehen hier nicht ohne Video nach Hause heute. Ja, ist krumm. Was willst du hören? Was ist krumm? Bei Begadi gab es anscheinend zwischendurch mal irgendwie eine Serie von ein paar Stück der Gear-Sätze, wo das Sektor-Gear krumm ist. Du meinst, du bist einer dieser Glücklichen? Ja, kann ja mal passieren, ne? So. In der Herstellung. Ich habe mich gerade gefreut, dass es ohne Schims genau hier reinpasst in die Shell, ne? Aber ich weiß ja nicht, ob du das mit einfangen kannst irgendwie. Kann man das sehen? Ja. Ich habe jetzt echt keinen Bock mehr, ne? Wirklich. Ich habe keinen Bock mehr. Gar nicht. Und wir wollten noch 3 Videos machen heute. Guck mal auf den Tacho. Es ist gleich 4 Uhr. Da sieht man es wieder. Die Leute glauben nicht, was da teilweise wirklich für Lebensenergie hintersteckt. Wirklich? Videos abgedreht und das macht einen fertig. Ja, ich habe noch einen Giersatz. Das ist ein SRS-Giersatz 13:1. Und los geht's. Das ist unfassbar. Alles! Es geht ab, du alte Kackspalte. Optimal. Mein Hammer ist defekt. Jetzt kommt der Moment, in dem der Elefant das Wasser lässt. Ja, Mensch. 1,6 Joule. Haha! Fick dich! Verkaufe günstig gut alten Retro-Armshades. V3. Hallo. Was ist das, hä? Ha? Geht auch schnell. Zusammenbauen. Hast du Zahnstein oder was? Die läuft. Wisst ihr, was das heißt? Ihr da aus YouTube drinne? Das heißt, das Video ist hier gleich zu Ende und wir können das nächste anfangen. Geilomatico. Oder nicht? Ihr freut euch irgendwie nicht so wie ich. Ja, aber da hat echt jetzt im Endeffekt die Retro am Shell, weil die nicht so gut drin gesessen hat, hat die ein bisschen weiter höher gestanden und dadurch wurde die Hop-Up-Unit ein bisschen mit hochgedrückt und dadurch wurde das ganze Ding mega undicht. Vielleicht auch, weil das Nozzle so ein bisschen an der Hop-Up-Unit dann so hing und nicht so ganz dicht war. Alter, worauf sowas zu machen? Ich denke, warum? Irgendwas Komisches. Was soll die denn denken? Verstehe ich nicht. Schon Erfahrung gemacht mit Tiny GT 25.000? Hä, ja klar, wer fragt denn das? RLX Soft. Schon 1000 Mal. War eine ganze Zeit lang, was heißt eine ganze Zeit lang? Es kamen ja in letzter Zeit ständig neue Motoren von irgendwem raus. Und da war der 25k Tiny, war schon so meistens oder oft so meine Wahl. Und der Red Dragon Gen 2. Aber die Begadi Mamba Motoren sind auch sehr geil. Also es ist alles... Ich sitze auch jedes Mal da, wenn ich so einen Umbau hier plane, weißt du, dann sitze ich immer da. Zu welcher Kamera rede ich jetzt? Zu der oder zu der? Ich switche. So, dann sitze ich immer da und überlege so, was kann man jetzt bauen und so, was könnte man vielleicht auch mal Neues probieren, damit es auch mal irgendwie ein bisschen was anderes ist und so. Ja, und dann ist das echt immer schwierig und dann kommt immer ein neuer Motor raus, dann hast du gerade rausgefunden, der Red Dragon ist total geil. Dann kommen noch die Motoren raus und dann denkst du, oh, dann probiere ich die nochmal aus, Begadi Mamba und was weiß ich nicht alles. Brushless hier, Brushless da und... Das ist halt total schwierig, ne? Immer so das Passende zu finden. Dann denkst du so, du hast was richtig Geiles rausgefunden, was so zusammenpasst, weißt du? Und dann kommt irgendein neuer Scheiß, den du dann unbedingt ausprobieren musst, trotzdem noch. Ja! Die ist fresh, die Knarre. Aber andere Magazine müssen rein, habe ich ja im Review auch schon gesagt.
Ja, das Gerät ist fertig. Ich zähle nochmal auf. Wir haben verbaut keine Retro-Arm-Shells. Wir haben verbaut ein SAS 1321 Gearset, Full Stroke. Dann ist drin eine Piston-Head-Kombination von Bengali in Silent mit dem Nippel auf dem Sorbopad vorne am Piston-Head. Ein Topmax Zylinder-Head mit orangenem Sorbopad. Ich glaube, das ist die mittlere Härte. Ein 20mm Epis-Nozzle. Ein komplett geschlossenen vollen Zylinder. Und ein 19K Bengali-Motor. Mamba. Ding. Hop-Up-Unit, Original. Bengali Hop-Up-Tensioner, 70 Grad. Akaishi, 455 mm Lauf. Und ein Bengali Short Hop-Up-Gummi, 70 Grad. Und den Speed-Trigger. Und Gate-Titan. Der nicht reinpasst. Und ein Gate-Titan. Ja. Ist schön, finde ich. Oder? Ich hätte die gerne, wenn wir die Möglichkeit gehabt hätten, hätte ich die gerne mit Anbauteilen verlost. Das kann für uns dann cool aussehen und der Gewinner bekommt das. Das Erste, was er macht, ist die Anbauteile abnehmen. Ja, klar, natürlich. Aber wir können ja für die Optik hier ein bisschen was dran basteln für, ja, das, für den Porn. Ne? Das hört sich dann am Plan an. Alles klar. Dann Attacke. Ja, ja. Ja. Shawty loves it, yeah, loves that I'm a go. They don't want it, yeah, they scared of what I know. Told you the budget, yeah, I gotta get my own. Shout out my bros, this right here deserves a toast, yeah. A lot of people back home on my back and they know. Tryna get on my line, cause the people I know. Manifest this here, 7+ on the ropes. They ain't doing this shit, tripping over my flows, yeah. I'm on the way, tell them I don't play. Yeah, I'm on the move, tryna get my pay. Yeah, I might just move on and watch and pray. Yeah, I'm on the way, I'm on my way. Yeah. Manifest this year, 7+ on the ropes. They ain't doing this shit, tripping over my flows. Yeah. Yeah, loves that I'm a goat. Yeah. Yeah. Yeah, yeah. Yeah. Shawty loves it, yeah. Loves that I'm a goat. They don't want it, yeah. They scared of what I know. Told you the budget, yeah. I gotta get my own. Shout out my bros, this right here deserves a toast, yeah.